Kathy Bowman aus The Lost World Jurassic Park 2 ist laut offiziellen Angaben jetzt als alive bezeichnet worden. Das heißt nicht jetzt, sondern schon vor einiger Zeit. Wir hatten darüber auch schon mal gesprochen und bevor du dir jetzt denkst, ey Tobi, Mann, das wussten wir doch aber alle schon längst. Nein, ich will hier nicht darauf eingehen, dass sie noch am Leben ist, sondern warum es jetzt offiziell wichtig ist für die Zukunft des Jurassic-Universums, dass Kathy Bowman eben noch am Leben ist. Es gibt Neuigkeiten, die Schauspielerin selber hat sich dazu geäußert und wir quatschen jetzt mal darüber in diesem Sinne. Viel Spaß mit dem Video. Okay, bevor wir jetzt hier mit dem Video anfangen, bitte rufen wir uns noch mal ganz kurz in Erinnerung, dass wirklich von offizieller Seite von David Koepp selbst gesagt wurde, wir werden zurück zu den Wurzeln kehren im neuen Jurassic-Film. Wir werden aber die alten Filme so gut es geht ausblenden. Ich möchte, dass man das im Hinterkopf behält bei dem, was ich euch jetzt erzähle. Das sind jetzt hier nur Theorien und Spekulationen, die auf einer Aussage der Schauspielerin und des Models Camilla Bell, also der Schauspielerin von Kathy selbst basieren, die sich nämlich jetzt auch zum neuen Jurassic-Projekt geäußert hat. Und bevor wir darüber reden, was sie jetzt wirklich gesagt hat, das machen wir ganz zum Schluss, bequatschen wir erstmal ein paar Theorien, die dadurch in den Raum geschmissen werden, denn das jetzige Auftreten auch eben in den Medien von Camilla Bell lässt natürlich ganz viele Spekulationen wieder aufflammen, lustigerweise auch Spekulationen, die ich von dem einen oder anderen von euch mal geschickt bekommen habe, nämlich die Frage, könnte Kathy möglicherweise die Figur sein, die ebenfalls Scarlett Johansson im neuen Film spielen wird. Und die Frage basiert auf einem angeblichen Leak, den ich euch auch schon mal präsentiert habe, der darüber berichtet, dass die Hauptfigur, welche von Scarlett Johansson verkörpert werden soll, im Film so eine Art posttraumatisches Erlebnis bekommt, als dann eben Dinosaurier auf der ganzen Welt verbreitet sind. Und diese Theorie geht jetzt davon aus, es macht ja total Sinn, dass Kathy diese Figur ist, die nun von Scarlett Johansson gespielt wird und dass dieses Posttrauma, dieses traumatische Erlebnis, das Erlebnis gewesen wäre, was wir in The Lost World Jurassic Park 2 eben am Anfang gesehen haben, wo Kathy von den Kompis angegriffen wurde. Und ja, Kathy hat überlebt. Ich habe euch hier das Bild gerade mal eingeblendet. Das sind jetzt die offiziellen Daten. Sie ist als live gekennzeichnet. Ich meine, John Hammond selber hat das ja auch bereits bestätigt, dass es ihr wieder gut geht. Es gab zwar auch diese eine Fantheorie, die davon ausgegangen ist, dass John Hammond einfach gelogen hat. Die Theorie habe ich hier auch schon mal behandelt. Die habe ich dir gerade mal da oben verlinkt. Kannst du gerne mal draufklicken. Auf jeden Fall, ja, Kathy ist am Leben. Und die ganze Nummer mit Scarlett Johansson könnte Kathy sein, das lasse ich einfach mal ganz kurz so im Raum stehen. Da könnt ihr euch gleich am Ende des Videos ein Bild von machen, wenn ihr erfahren habt, was die Schauspielerin selber zum neuen Film gesagt hat. Ach so, ja, kleiner Side-Fact auch nochmal. Sie heißt wirklich offiziell Kathy Bowman. Und das mag am Buch angelehnt sein, denn dort hatten wir auch eine Bowman. Sie ist zwar nicht Kathy, ich werde es hier gerade mal einblenden, wie sie im Buch hieß. Auf jeden Fall ist der Nachname Bowman gleich geblieben. Und kleiner Funfact an der Seite, Darius aus Jurassic World Camp Cretaceous hat ebenfalls den Nachnamen Bowman. Und ich weiß nicht, wie oft dieser Name jetzt generell vertreten ist, allerdings könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die beiden in irgendeiner Form über mehrere Wege hinweg miteinander verwandt sind. Was die Theorie erneut anfeuern könnte, dass Kathy Bowman Scarlett Johanssons Figur sein könnte, damit man irgendwie noch ein runden Bogen zu Jurassic World Chaos Theory schlagen könnte. Was sich aber dann wieder mit der Aussage von David Koepp beißen würde, dass man die anderen Trilogien, also Jurassic Park und Jurassic World, ignoriert. Das ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Am besten quatschen wir jetzt einfach mal direkt darüber, was denn jetzt hier Camilla Bell wirklich von sich gegeben hat. Und zwar hatte sie in einem Interview darauf hingewiesen, dass sie in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein weiterer Jurassic-Film in Produktion sei. Und ja, sie ist auf jeden Fall ganz aufgeregt, was das eben werden sollte. Und sie ist ja auch stolz darauf, Teil des Jurassic-Franchise zu sein. Warum ist das aber jetzt so interessant, was sie hier von sich gegeben hat? Naja, eben die Aussage, dass sie in Kenntnis gesetzt wurde. Da mag man jetzt viel reininterpretieren können. Allerdings bin ich auch nicht der Einzige, der sich da so ein bisschen auf dieses Zitat von ihr draufstürzt. In bestimmten US-amerikanischen Magazinen wurde das ebenfalls schon auseinandergenommen. Und da geht es darum, dass sie eben ganz bewusst diesen Satz
Satz von sich gegeben hat, dass sie kontaktiert wurde. Also ihr wurde das quasi mitgeteilt. Im Endeffekt hätte sie auch einfach sagen können, ich habe selbst mitbekommen. Wie gesagt, das mag jetzt erstmal einfach nur extrem viel rein interpretiert sein. Allerdings hat sich kurz darauf ebenfalls wieder der Hollywood Insider, also der nette Herr, der ebenfalls von vornherein gesagt hat, ja, es kommt eine neue Jurassic World Animationsserie raus, lange bevor wir überhaupt wussten, wie die heißt. Die Person, die ebenfalls wusste, ja, Jurassic 7 oder eben Jurassic World 4 ist in Produktion und das hat er auch schon lange gewusst, bevor wir es überhaupt alle irgendwie erfahren haben. Ebenfalls hat diese Person auch schon von vornherein gesagt, Scarlett Johansson hat den Vertrag bereits unterschrieben und wurde eben nicht erst nur gefragt, was sich dann ebenfalls als wahr herausgestellt hat. Diese Person hat jetzt ein Bild veröffentlicht, wo niemand Geringeres als Camilla Bell für diesen kommenden Jurassic 7 Film im Cast mit aufgeführt gewesen ist. Und tatsächlich war das zu einer noch sehr, sehr frühen Zeit der Planungsphase gewesen. Laut Aussagen dieses Hollywood-Insiders waren damals nur Scarlett Johansson und eben Camilla Bell als Castmitglieder eben festgelegt worden. Und interessanterweise hatten beide Figuren untereinander den folgenden Namen stehen. Bowman. Okay, das kann jetzt auch irgendwie ein ganz grober Zufall sein, könnte man meinen. Es ist auf jeden Fall schon sehr auffällig und wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass nicht alles, was diese Person schreibt und eben liegt, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Das sind sehr wahrscheinlich mehr Sachen nicht eingetroffen als eingetroffen. Und das ist immer so ein Ding, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und würde einfach 500.000 Theorien zum neuen Film rausposaunen und dann würden am Ende drei davon stimmen, dann würde ich auch sagen, ha, ich hab's ja gewusst. Und dann würdet ihr euch auf diese Sachen stürzen und ebenfalls sagen, aha, der Tobi hat's ja vorher gewusst. Deswegen würde ich da immer aufpassen, inwiefern man diesen ganzen Gerüchten und Leaks dann auch letztendlich trauen kann. Das haben wir auch bei Godzilla Kong gemerkt. Da haben die meisten dann auch wirklich gestimmt, was auch daran liegen kann, dass Godzilla Kong der wohl am größten geleakteste Film gewesen ist, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber wenn ihr euch noch zurück an die Jurassic World Dominion Zeit erinnert, auch da gab es ja dann sehr viele Leaks, die dann im Endeffekt eben auch nicht richtig gewesen sind. Sollte das allerdings stimmen und naja, wir jetzt einfach mal eins und eins zusammenzählen, dass wirklich Camilla Bell und Scarlett Johansson bereits im Cast aufgelistet gewesen sind, schon vor einiger Zeit, als wir noch dachten, dass Scarlett Johansson den Vertrag noch gar nicht unterschrieben hat. Und jetzt hat sie eben dann auch diese Aussage gebracht. Wie gesagt, da müssen wir jetzt schon ein bisschen reininterpretieren, warum sie genau diese Formulierung bei ihrem Satz gewählt hat. Wenn das aber tatsächlich so zutreffen sollte und beide mit dabei sein würden, dann würde die Theorie jedoch wieder keinen Sinn mehr machen, dass Scarlett Johansson und Cathy eben dieselbe Person sind. Das wäre dann irgendwie ein bisschen quatschig, weil dann hätte man ja beide Figuren nicht in den Cast einbauen müssen. Sollte sich dieser Cast jedoch als wahr herausstellen und Camilla Bell wirklich einen Teil in diesem Film spielen, ich meine, im Endeffekt kann es auch wirklich sein, dass sie eben einfach nur irgendwie eine Nebenrolle spielt und keine Ahnung, dass da eben zweimal Bowman steht, das kann doch einfach ein Fehler sein. Das ist, diese ganzen frühen Cast-Auflistungen, die sind meistens eh Quatsch. Ich weiß noch, wie damals bei Spider-Man No Way Home, wo einfach Tom Cruise in der Castingliste mit drin stand. Das war in der ganz frühen Phase, da muss man nicht unbedingt etwas drauf geben. Sollte es allerdings stimmen, könnten die beiden Figuren ebenfalls einfach Schwestern sein. Und man könnte das Ganze irgendwie so aufbauen, dass Scarlett Johansons Figur ebenfalls mit an diesem Strand gewesen ist in The Lost World Jurassic Park und dass wir sie im Film einfach nur nicht gesehen haben. Sie war aber da, das machen Filme auch mal ganz gerne, das irgendwie so hinzuzudichten. Sowas wie Benjamin Lockwood ist einfach ein guter Bekannter gewesen von John Hammond und hat mit ihm zusammen diesen Traum aufgebaut. Davon wussten wir vorher nie irgendwas, bis dann auf einmal Jurassic World 2 gemeint hat, das Ganze mit einbauen zu müssen. Scarlett Johansons Figur könnte allerdings als Kind ebenfalls mit am Strand dabei gewesen sein und mitbekommen haben, wie aggressiv die Kompis ihre Schwester angegriffen haben. Und dadurch könnte sie ebenfalls dieses Trauma dann bekommen haben, was ja in einem anderen angeblichen Leak dann auch besprochen wurde. Ich wollte diese Theorie jetzt einfach mal mit euch teilen. Meiner Meinung nach, ich halte das für teils Quatsch. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Camilla Bell irgendwie in dem Film auftauchen wird, vielleicht nochmal als Cathy und das Ganze in so einer Art von Nebenrolle. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass ein David Koepp ganz klar sagt, wir werden auf die alten Filme nicht mehr wirklich explizit eingehen und dann genau so etwas mit einbaut. Das wäre so der Colin Trevorrow-Stil, wo er noch gemeint hat, ja, Battle at Big Rock findet ihr doch geil, diesen Kurzfilm, ne? Ja, Jurassic World Dominion wird genau diesen
diesen Ton anschlagen. Das war ja ultra krass gelogen gewesen und irgendwie glaube ich nicht, dass ein David Koepp ebenfalls in diese Richtung geht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Theorie eine nette Theorie ist, die sich möglicherweise auch noch über einige Zeiträume weiterhin erstrecken kann. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Kathy Bowman irgendwie mal ganz kurz nebenbei auftaucht, so wie Lex und Tim in The Lost World Jurassic Park 2 und irgendwie mal ganz kurz vorbeiläuft und winkt und sagt, ey, ich wurde vom Kompi gebissen, hau rein. Und das war's dann im Endeffekt aber auch. Ebenfalls kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Scarlett Johansson jetzt ebenfalls noch den Namen Bowman bekommt, weil dann hätten wir Darius Bowman, wir hätten Kathy Bowman und wir hätten dann noch Scarlett Bowman, wie auch immer sie heißen wird. Das nimmt dann irgendwie so eine Star Wars Skywalker Geschichte an, wo ja auch in Star Wars inzwischen jeder mit jedem verwandt ist. Ich glaube wirklich, dass da aus ihrer Aussage selber ein bisschen viel reininterpretiert wurde und würde mich dann irgendwie auch freuen, sie mal wieder zu sehen, aber brauchen würde ich es jetzt nicht unbedingt. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie stehst du zu der ganzen Nummer? Glaubst du, dass wir Kathy Bowman in einer großen Rolle wiedersehen werden? Würdest du sie in einer großen Rolle sehen wollen? Würdest du dich freuen, wenn sie einen kleinen Cameo-Auftritt hat? Oder wäre es dir im Endeffekt wie mir eigentlich auch relativ wurscht, wenn sie nicht mit dabei wäre? In diesem Sinne, ihr Lieben, ich halte euch weiter auf dem Laufenden mit neuen Theorien, Gerüchten und vielleicht sogar bald den ersten richtigen Fakten und hoffentlich auch bald mal Bildern zum neuen Jurassic-Film. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.